Heute mal ein Video von einem Kershaw-Modell, und zwar von einem modernen Kershaw-Klassiker, dem Kershaw Cryo. Hat man schon oft in meinen Videos gesehen, taucht immer wieder in besten Listen auf, immer wieder eine Empfehlung, wenn es um EDC-Messer geht, um Einhandmesser im EDC-Bereich, die auch nicht ganz so groß sein sollen. Da taucht dieses Modell immer wieder auf. Wie ich schon sagte, ich hatte es schon oft in der Hand, habe aber nie mich dazu versucht gefühlt, ein Video drüber zu machen, einfach weil es so unfassbar viele Videos gibt. Habe ja aber zuletzt einige Modelle nochmal vorgestellt, so moderne Klassiker, sag ich jetzt mal, im Einhandmesserbereich, wie das Tenacious und das Ontario Red One. Und habe in den letzten Monaten immer auch mal wieder so ein paar Budget-Modelle reingeschoben als Empfehlung. Und das Feedback darauf war eigentlich nur positiv. Von daher dachte ich mir, ist es vielleicht auch für ein paar Leute interessant, die dieses Messer wirklich noch nicht so auf dem Schirm haben. Das gibt es jetzt schon einige Jahre am Markt. Und das Besondere bei diesem Modell ist halt seinerzeit gewesen, dass es sich hierbei um ein Hinderer-Design handelt. Und das war damals zu einer Zeit, als das XM18 von Hinderer wirklich ein hochbegehrtes Modell war. Zu der Zeit auch noch mal eine Ecke teurer war. Ist auch noch heute ein hochbegehrtes Modell. Die Preise haben sich ein bisschen nach unten angepasst, was völlig okay ist. Und zu dem Zeitpunkt gab es im Production-Segment nicht wirklich Hinderer-Modelle zu erstehen. Das sieht mittlerweile ganz anders aus. Da hat Kershaw einige im Programm, Zero Tolerance ebenfalls. Und dann war das halt einfach eine ganz besondere Sache zu der Zeit, weil das ein Hinderer-Design war, was in einer absoluten bezahlbaren Spanne lag. Ich glaube, für dieses Messer legt man mittlerweile so zwischen 40 und 50 Euro hin. Man bekommt es aber, wenn man sucht, auch noch günstiger. Ich habe es für 35 schon gesehen, hier in Deutschland. Ist also wirklich ein Budget-Modell. Und das zeichnet dieses Messer aus, dass man das erste Mal für so wenig Geld ein Hinderer-Design in der Hand haben konnte. Und viele Leute hat das einfach abgeholt zu der Zeit, weil wir wir haben halt einen Edelstahl-Framelock, dann haben wir den Hinderer-Überdehnungsschutz, dann haben wir den Speed Assist mit eingebaut von Kershaw, der das Messer halt als Assisted Opener zu jeder Zeit aufspringen lässt. Das funktioniert sehr gut. Gibt natürlich immer mal wieder Probleme, dass die Feder brechen könnte. Das ist aber eine andere Geschichte. Nur soweit ich informiert bin, bis auf wenige Ausnahmefälle, Andi, ich grüße dich, sorgt die Company Kai, der Mutterkonzern, immer gut dafür, dass man dann Ersatzfedern bekommt, wenn das denn mal passiert. Die sorgt halt wirklich dafür, dass das Messer immer allzeit schnell bereit ist. Und all diese Sachen, die halt Hinderer-typisch sind, das Design, der Überdehnungsschutz, die sehr anständige Verarbeitung von Kershaw, die haben halt dafür gesorgt, dass dieses Modell sich wirklich ausgezeichnet über die Jahre verkauft hat und noch immer sich sehr, sehr gut verkauft. Hat auch mich damals total angesprochen. Mir war es halt zu lütt, deshalb habe ich lange gewartet, bis ich dann mal eins in der Hand hatte. Dann kam das Cryo 2, das war natürlich größer, aber dadurch, dass es auch Edelstahl war, auch sehr, sehr mit viel Masse und Gewicht ausgestattet, war dann auch nicht so mein Ding, war dann auch nicht mir groß genug, war zwar größer, aber noch nicht groß genug, aber dann wieder sehr schwer. Naja, und dann gab es noch weitere Veränderungen mit einer Edelstahl-Framelock-Seite und einer G10-Seite, und so hat sich das Cryo halt über die Jahre weiterentwickelt, aber nach wie vor ist das Ur-Cryo, ich nenne es mal das Cryo 1, das normale Cryo, das Maß der Dinge dieser Familie und die Version, die am häufigsten gekauft wird. Als Klingenstahl haben wir den 8CR13 MOV. Alles Titanfarben, Titannitrit gehalten.
sehr solide Edelstahl-Framelock-Ausführung, erwähnte ich ja schon. Die Kanten sind alle weich gehalten, gerundet. Wir haben natürlich diesen Hinderer-taktischen Look mit vielen Kerben, Riffelungen, die Struktur und Halt geben sollen. Hinten haben wir noch eine Lanyard-Hülse. Clip ist umsetzbar, und zwar auf alle vier Positionen. Das ist immer gut, dass man da die Wahl hat. Hohlschliff. Ja, nicht das größte Messer. Hier mal ein kleiner Vergleich zum Beispiel zum Real Steel E571. Das ist ja doch nochmal eine ganze Ecke länger nochmal. Oder zum Victorinox Spartan. Das ist dann ein bisschen kürzer, so ein Zentimeter. Ja, aber das, ich könnte das auch jederzeit empfehlen. Das hier ist ein Modell, das gespendet wurde für die Spendenkiste. Vielen Dank an Markus. Das hier ist das Modell meiner Frau. Das leistet ihr jetzt schon seit Jahren gute Dienste. Funktioniert gut. Sie hat die Pins abgemacht, ja, weil sie das vom Schneidvermögen einfach so besser findet. Klinge ist ja eh nicht die allerlängste. Und dadurch, dass man noch Pins hat, kann man es haben, dass mal die Pins im Schnitt gut dann ein bisschen hängen bleiben. Ja, das Problem hat sich dann erledigt, wenn man die Pins entfernt. Das hat sie gemacht, und hier arbeitet die Feder seit Jahren. Ganz, ganz wunderbar. Ja, ich kann nichts Negatives zu diesem Modell sagen. Das einzige Negative, was mir einfallen würde, ist das relativ hohe Gewicht. Ist halt komplett Edelstahl. Da ist das nicht ganz so einfach, Gewicht zu sparen. Und für all jene ist das wirklich ein guter Tipp, ein feines Messer und halt, wie gesagt, ein echter moderner Klassiker von Kershaw. Alles klar, das war meine kurze Vorstellung zum Kershaw Cryo. Sehr anständiges Modell. Jo, bleibt gesund. Peace. Ich bin raus.